Ja, hallihallo und herzlich willkommen zum 17. Part der Koop-Meisterschaft hier aus Deutschland. Mit dabei wie immer Ycoms. Und es wird immer besser, ehrlich gesagt. Wir steigern uns von Rennen zu Rennen, habe ich so das Gefühl. Ja, das stimmt. Na gut, das Auto wird auch besser. Das stimmt, ja. Hier sieht man mal die Wertung. Ycoms kommt nach oben immer weiter. Richtig, durch die Doppelpodien, die wir immer haben. Aber hier sieht es noch besser aus. In der Konstrukteurswertung. Düdüm, Junge. Du hast schon 30 Punkte Vorsprung. Einfach weil die anderen nicht so konstant Punkte sammeln. Ja, und ich habe auch schon über 30 Vorsprung auf Alonso, den kleinen Lauchi. Nachdem wir letztes Mal ja das eines der besten Rennen der Koop-Meisterschaft hatten. Ich würde sagen, eins der besten beiden. Ich denke mal, England und Bahrain waren die besten. Geht es nach Deutschland? Wollen wir go? Go. Wollen wir go? So. Go. Längste Distanz mit blockierten Rädern 315 Meter. Wo habe ich das denn gemacht? 315 Meter? Ja. Aha. Okay. So, haben wir ein Ziel? Nee, haben wir nicht. Harmonie. Ach ja, genau, da war ja wieder das liebe Rennen. Na gut. Dann mal. Oh, warte, ich habe kein Setup. Habe ich ein Setup für die Strecke? Ja, habe ich, ne? Ich mache die Bremsen auf Mittel, weil sonst mache ich im Rennen ein bisschen scheiße. Ich lade einfach das erste. Bei 1 Flügel. 3 1 Flügel. Die 1 Flügel. Glaube ich besser. So, das reicht. Das ist gut. Das ist gut. Okay, dann. Let's go. Oh, ich hätte theoretisch sogar noch ein Regen-Setup hier. Lol. Egal. Ja, gut, es wird jetzt nicht in Strömen regnen. Nee, 30%. Vielleicht ist es auch mal nicht am Anfang des Rennens, sondern irgendwann am Ende. Das finde ich ja gut. So wie in China. Das war ganz in Ordnung. Ja. Nur, dass ich mich da völlig verzockt hatte. Der Heim Grand Prix für mich, du hast ja leider keinen. Ja, so halbe Heim Grand Prix, also sozusagen. Denn ja, wie die meisten wohl mitbekommen haben, Ycoms ist Schweizer. Übrigens, wenn man meinen Namen bei YouTube eingibt, kommen auch deine Videos überall. Echt? Okay. Ja. Also es ist nicht nur bei dir so, dass wenn man Ycoms eingibt, dann überall meine Videos auftauchen. wenn irgendwann 38 Parts sind, dann kommt das 38 Video von jedem jeweils anderen auch toll. Ja, gut. Ah gut, das ändert. Der Kanal kommt ja noch dazwischen. Stimmt. Der kommt am Anfang. Ja, oder das, siehst du. Naja. Von daher ist es nicht so schlimm. Nein. Und ich denke mal auch, das geht ja nach neue von den Videos. Also wenn dann wieder etwa 2015 wieder ein paar Videos kommen, dann wird sich das wieder enden. Dann gibt man ja auch nicht nur Klawutzka, sondern meistens etwa 2014. Genau. Ja. 15. Ach ja, meine Nase. Immer noch? Wird immer weniger. Jetzt kommt ja bei uns der Sommer wieder. Bei uns auch. Nachdem wir vor 3 Tagen noch irgendwie 12 Grad hatten. So, ich denke mal nicht, dass wir Ewigkeiten brauchen. Hier haben wir auch schon Liga-Rennen gefahren. Ja. Was an die Bremsen gewöhnt, nicht so wie letztes Mal. Ups, dann ist es zu spät. Im ersten Sektor 31,2. Oh Gott, auf jeden Fall einer besten Liga-Rennen in 2013 der Zwischensaison hier von 4 auf 1.
Auf jeden Fall. Bei mir eins einer der schlechtesten. Oh! Ich glaub, das... Oh ja, die Koffer sind sich. Das ist zu spät. Das alte Thema auf der Strecke, bei dir. Ja, da habe ich auch die Bremsen umgestellt gehabt, aber da hatte ich keine Zeit, mich darauf einzugewöhnen, weil ich da mit den Bremsen noch nie gefahren war. Das war das Problem. Mal gucken, wie gut ich jetzt ohne Frontflügel bin. Ganz ohne? Nein, er ist orange. So. Nüdel, Nüdel, Nüdel. Auf einer Strecke, wo die KI einigermaßen gut ist, glaube ich. Vielleicht mal eine Sekunde schneller. Heute zu spät. War noch eine Runde. Bin ein bisschen zu... Okay, eine würde ich auch ganz gerne fahren. Naja. Letzter Sektor war richtig scheiße. Ich bin trotz Kiesbett nur 17 langsamer und ohne Frontflügel. Das wird schon noch. So, jetzt habe ich die Dunlop-Kurve mal ganz gut genommen. Na, die heißt doch so, oder? Dunlop-Kehre, glaube ich. Ist aber scheißegal. Ah, ich wechsle lieber mit der in Suzuka. So, nach dem ersten Sektor 13 sind wir ins 1/10 vorne, alles klar. Ich bin eine Sekunde schneller als in der Runde vorher, trotz immer noch nicht ganz so runde Runde. Jetzt habe ich die Schikane auch mal getroffen. Okay, gut. Ja, ich bin auch happy. Gut, ich gebe auf. Wenn ich gleich wieder ein bisschen mehr Frontflügel habe, dann sollte es auch klappen. Yep. Naja. So. Ja, Training kann man nie als Referenz nehmen, da ist die KI immer so lahmarschig, weil die auch in den ersten Minuten nicht fahren. Und wenn man simuliert, sind die sowieso immer scheiße langsam. Ja, stimmt. So, jetzt haben wir, genau. Ah, warte, ich gehe aber auf Hard. Hatten wir im Quali trocken? Ja, ne? Ja, ganz. Okay. Du gehst auf Hard? Ich ja. Nicht. Obwohl wir haben im Rennen ja. Na, okay. Wenn wir einmal eine normale Runde hinkriegen, dann ist gut. Laus. Hier brauchen wir nämlich drei harte Reifensätze, denke ich mal. Ja. Definitiv. Also ich nicht zwingend, aber. Außer mein Hass heißt Magnussen. Ich brauche auch nicht drei.
Magnus Nado Hex an. Zumindest, ich weiß nicht, wie man das schaffen kann. Also, das hat Kiffler damals nicht geschafft und er war noch länger auf den Reifen draußen als Kiffler. Ja. Naja. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist auch ein Grund, warum ich wahrscheinlich nicht mehr in F1Game.de mitfahren werde diese Saison. Wahrscheinlich. Kommt drauf an, wie das Spiel ist. Also wenn das Spiel wirklich überragend ist, dann werde ich es mir überlegen. Aber ansonsten eher nicht. Ja. Naja, habe ich dich ja noch in der AOR. Richtig. Oh. Alter, die Strecke Grip. Ah, bravo. So, erster Sektor war gut. Ja, ich gehe noch mal rein, weil sie für mich gerade voll rausge... Besser gesagt, ich war blöd. Weil Suti sich da in der langsamen Kurve gleich mal reingesetzt hat. Einfach reingesetzt. Obwohl, ich habe ja... Ja, ich kann ja nur eine zweite Runde fahren. Die Reifen brauche ich ja nicht mehr. Und genug Sprit habe ich mitgenommen. Das ist so etwas, was ich in der KI nicht mag. Ich auch nicht. Du setzt dich einfach genau auf den Scheitelpunkt drauf und wartet, bis du vorbeifährst. Das Schlimmste ist die erste Degner-Kurve in Suzuka. Das ist die Schlimmste. Genau da setzt sie sich immer rein. Und wenn man dann ein bisschen nicht so klar kommt wie ich mit der KI, dann... So, das sollte reichen. Ah, sieht gut aus. So, ich fahre jetzt die Schnelle nochmal. Ah, das war schlecht. So schlecht. Und 18. nach dem ersten Sektor, unglaublich. Das ist krass. Ja, ich bin Querstand wie zum Geht nicht mehr wirklich. Das ist unglaublich. Okay. Ach ja. Nein, nein, ich hole mir nochmal neue. Bin ich auch nur im Kiesbett gelandet. Meine Fresse, das läuft mir mal super. Ich fahre einfach, um ein bisschen Rhythmus noch zu bekommen. Okay. Demoliert man sich die Reifen und darf nochmal raus. Good job. Very good job.
Los geht's. Ich habe aber nicht geguckt, wo der Verkehr ist, aber ist mir ja, jetzt direkt da. Ja, pff, bravo. Okay, also ich bin jetzt mal auf Anhieb auf Standard, trotz einem Fehler nochmal 2 Zehntel schneller im Mittelsektor gewesen. Okay. Ja, komm. Komm, fahr. Geh jetzt in die Box. Ach Gott. Waren hier alle auf hart. Na, die Rester nicht. Also, wenn du eine 32er fährst, dann passt das, glaube ich, auch schon. Ich glaube, ich schau dir mal zu. Naja, es sind nur 12 Fahrer bis jetzt gefahren. Mal gucken, bin ich jetzt hier 6. Ich bin 13. Lol. Was? Alter. 9. 14. So, der müsste es dann sein. 15. Ja, hab dich. Ach nö, fahr noch langsamer. Wer auch immer vor mir gerade ist. Wenn er jetzt noch eine Runde fährt, dann krieg ich die Kette. Der geht in die Box. Gut. Naja, jetzt ist der genau hinter mir, egal. Hätte sich da wieder schon jemand dahin. Das ging ja noch. Ja, ja. Kannst du sehen, wie weit du hinten dran bist? Nö. Okay. Boah, das war schlecht. Reicht aber trotzdem aus, denke ich mal. Naja. Eine Sekunde. Gut. Eine Sekunde. So. Na, das ist meine Strecke. Die passt auch von den Kurven her perfekt zu mir, also. Ja. Gerade der erste Sektor passt extrem gut zu mir. Vor allem die Ecke halt da raus. Die Traktion, die man da braucht, oder. Ja, das passt schon eher zu mir. Ich nehme mal wieder für 5 Runden mit. Ich auch. Du schon raus, ne? Definitiv nur eine Runde in der Zeit, dann sind die schon zu schlecht. Na, also von das finde ich nicht. Ich bin da nur noch rumgeslidet, wie, keine Ahnung. Thank you.
Ich hoffe, die KI steht uns jetzt gleich nicht im Weg. Na. Hoffe ich auch. Vor allem für dich wäre das scheiße, weil du hast dann noch einen Reifensatz weniger. Da habe ich gar keinen mehr für den Fall, also falls ich kommen würde. Tun sie aber. Bravo. Toll. 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 Bravo. Muss ich außen in Kurve 1 überholen. Ich auch rein. So, das S war jetzt schön, aber der erste Sektor war schlecht. Dito. Der erste Sektor war 33, glaube ich. Bin ich auch nur anderthalb Zehntel schneller gewesen. Boah, fast im Kies draußen. So, ich glaube, das war jetzt besser. Ich versteh's nicht, wo bleibt die Zeit liegen? Wo lasse ich die Zeit liegen? Ich häng noch einer dran. Probier's auch. Schlecht. Mal gucken hier. LOL. Wie? Ich bin jetzt komplett verkehrt, egal. Kannst du sowas von vergessen? Schade. Die Runde war eigentlich bis dahin gut. Oh mein Gott. Naja, egal. Sollte trotzdem reichen. Also ich gebe auf. Das wird nix. Ich fahre einfach noch zu Ende. Okay. Sollte trotzdem reichen, hoffe ich nochmal. Ja. LOL. Okay. Naja. Ja, meine Runde eben war schon ganz geil. Also die 30er. Was bin ich da gefahren? 32. 33? Wie habe ich denn das geschafft? Okay. Keine Ahnung, da hat der erste Sektor deutlich besser gepasst. So. Q3. Ja, das ging jetzt flott. Ja. Gleich raus. Oder, nee, eigentlich wollte ich gar nicht raus. Egal, ich gehe jetzt raus. Ich warte. So ein Reflex. Ah, du bist ja der Erste. Ja. So, Q3.
Nein, nicht nur eine Runde fahren. Ja. Wegen Reifen und so. So. Der Tribüne saß ich auch schon mal. Von der Boxengasse gegenüber am Freitag konnte man da kostenlos mal sitzen. Oh ja. Oder was? Nee, beim DTM-Wochenende. Ja. Gucken, ist das BMW-Zeichen dran? Nee, komisch. Naja, jetzt schon. Wird schon. Wenn du eine 30er fahren solltest, ist es auf jeden Fall gut. Aber schneller kann ich nicht. Glaube ich zumindest nicht. Eine habe ich ja noch. Ich weiß auch nicht, wie die KI noch zulegen kann. Ich bin noch Zweiter. Ah. Sollte reichen, nicht? Weiß ich nicht. Ich meine, ich würde mir den Reifen jetzt auch gerne aufsparen. Dann habe ich noch einen Weichen im Rennen. Ja. Der hält dann ja am Ende, wenn es am Ende dann läuft, 6 Runden, 7 Runden. Also ich will aufgeben jetzt. Ja. Du auch? Ja. Okay. Und jawohl. Boah. Ja, sag da, dass ich das und dann noch ein paar dazwischen schieben, habe ich da schon gedacht. Eine Zehntel, ja gut, das hat gerade so gereicht. Ja. Alonso, der alte Penner. Oh. Ja, okay. Gut. Eben gucken, wo sind die denn stärker? Okay, im letzten Sektor mache ich 4 Zehntel, obwohl der scheiße war. Die machen im zweiten was und
Im ersten sind sie auch scheiße. Ja. Was bist du denn im ersten gefahren? Okay. Ja gut, Warte mal, was bist du mehr? 27,7. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie ich da von den 29,5 oder so noch gefahren bin im Q1, keine Ahnung. Ja, Part beenden oder? Ah ne, was wir schon Paar hier wollen wir noch sehen. Den wollen wir noch sehen. Meine ist zu enttäuscht, Leute. Echt jetzt? Ja. Ja gut, Toro Rosso ist das ein Weltmeister-Team. Ja gut, ich würde sagen, das war's vom Qualifying bis 18:30. Tschüss. Bye bye.